Ich weiß, ich bin ein bisschen zu spät dran, ne? Das war vor einer Woche, wurde das hochgeladen. Anno 800 Season 3 Pass Trailer. Ich habe mir den Trailer selbst nicht angeschaut, aber ich habe mir eine kurze schriftliche Zusammenfassung durchgelesen, was alles kommt. Finde ich sehr interessant. Schaue ich jetzt gerne nochmal mit euch gemeinsam an. Starten rein. Ubisoft Original Anno 800 Season Pass 3. Ist es auf Englisch? Wahrscheinlich. Hey Anno Community. Okay, ist auf Englisch, also wieder Englisch mit richtig feinem deutschen Akzent. Hi Anno Community. Today we want to introduce the three exciting DLCs that are part of the Season 3 Pass. Genau, da kommen drei DLCs raus. As well as give you an overview. Also ich kaufe natürlich wieder auf jeden Fall. Over some of the updates coming this year. Ah ja, hier Hotels, hier Hafenanlagen und Hochhäuser. Das finde ich sehr interessant. Da bin ich echt gespannt, wie das dann in real aussieht. A great journey for us to grow and expand the game across two seasons of content. And many of you in the Anno community have been asking for even more Anno 1800 in the future. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, es gibt ja immer wieder neue Gebäude und ich habe jetzt meine Stadt bald fertig, ne, unsere Hauptstadt, die ist jetzt bald fertig und dann überlege ich die ganze Zeit, ja, was machen wir jetzt mit der Stadt, wenn jetzt immer wieder neue Dinge dazukommen, dann muss ich die Stadt immer wieder umbauen und erneuern, dass die sozusagen immer am neuesten Stand ist. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber machen wir einfach, ne, weil ich will zumindest eine Stadt haben, die einfach richtig schön und nice ist, dass sie mir ja nach wie vor am Bauen. Aber sie dürfte bald fertig werden, denke ich. Aber jetzt gut, mit den DLCs müssen wir wieder neu machen. After your globe-spanning journeys in Seasons 1 and 2, Season 3 is focused on the old world, giving you new gameplay options to enjoy and late-game challenges to master. Late-Game-Challenges natürlich wichtig. Wir sind ja schon seit einem Jahr jetzt im Late-Game locker auf unserem Spielstand, wo ich immer streame. Season 3 kicks off on February 23rd with our first DLC, Docklands, which is all about turning your city's harbor. Speicherstadt, ja, das kenne ich von Anno 1404. Into a global trade hub. Sehr interessant, also so hafenmäßig ist eh cool, weil die immer dieselben Lagerhäuser und so, wurde schon langweilig. Da bin ich echt gespannt, was da alles dazu kommt und ob man da so wirklich schöne Häfen nach richten kann. Bin ich gespannt. To do so, you first have to build a bustling modular warehouse district. Okay, also so ein modulares Lagerhausviertel. Wahrscheinlich so ähnlich wie der Palast, dass man so ein Hauptgebäude baut und daran dann andere Gebäude ranbaut. This gives you access. Das sieht aber ungewohnt, also richtig ungewohnt, ne? Hier von der Farbe vor allem, die Dächer und so. Schlägt sich fast ein bisschen. Schauen wir mal. Boah, die Brücken hier finde ich sehr, sehr cool. Sind das so Zugbrücken? Das ist sehr, sehr cool. Was haben wir hier noch? Was sehen wir hier noch? Kleine Boote. Dann sehen wir ein bisschen an Hamburg, ne? Hamburg Hafen so. Steht das, glaube ich, auch, wo die Elbphilharmonie steht und so. Ich glaube, das ist ein bisschen inspiriert davon. Sieht aber cool aus. Boah, das wird unser Stadtbild komplett verändern. To export contracts. A new way to reliably. Ah, das ist hier eine normale Anlegestelle. Hier eine Hafenmeisterei. Aber die Dinger hier. Ja, das ist ganz klar Hamburg, ne? Oder auch Amsterdam hat das auch. Finde ich aber cool. Das passt dazu. Das passt generell zum Setting. Das ist schön. Trade goods. With export trading, you can specialize your economy and focus on certain goods while supplying your citizens' needs with trade. Hier ist ein Leuchtturm. Kann man dann endlich einen Leuchtturm bauen? Weil ich glaube, den kann man, also ich habe den noch nie gefunden. Oder vielleicht bin ich eh einfach nur lost und man kann den bauen. Aber ein Leuchtturm ist auf jeden Fall schön. To go with the Docklands theme, our free game Dead 10 will make improvements to the trade route menu and... Der hat meine Frisur geklaut, der Typ. ...allow you to use harbor keys as streets to connect buildings. Okay. Also, es gibt jetzt hier Docklands Main Wharf, was auch immer Wharf bedeutet. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Global Importers, Treadshire Farms. Okay, man kann hier scheinbar irgendwas handeln mit irgendwelchen globalen Importeuren. Keine Ahnung, ob das Computergegner sind oder... Interessant. Hier Waren handeln, Stufen aufsteigen, Active Contracts. Okay, man kann hier Handelsverträge schließen. Sehr interessant. Aber das sieht optisch echt schön aus. Hier mit diesen Türmchen, hier die Brücken. Das ist geil. This spring, our second DLC will ring in the tourist season. Ah, Reisezeit. Das kommt im Frühling. Mit Hotels und so, glaube ich, ne? Turn your city into a travel hotspot to attract the new tourist residential tiers to your hotels. Schwer verständlicher Akzent, aber man kommt hin. Oh, endlich ein Grand Imperial Hotel oder so. Boah, schön. Ah, das sieht auch richtig schön aus, das Gebäude. Das könnte auch 1:1 so in Wien stehen zum Beispiel. Schön. Oder in Paris. Paris noch eher. Richtig schön. By the appetite with a variety of Oha, das schaut schön aus. Wow, Alter, mit dem roten Dach hier. Komplett imperial, Alter. Das ist hier wirklich Luxushotel schlechthin. Schön. Das gefällt mir wirklich gut. With a variety of delicious dishes from your new restaurant. Ein Gasthaus, ne? Café. Brasserie. Oder was steht hier oben?
Schön, wow, mit der Stiege rauf, richtig schön. Oh, schön, gefällt mir. To keep them entertained, you will need to connect the city's many sites with our buses. Finally, tourist season is adding one of the most famous landmarks of the 19th century. Boah, die hat, no front, aber die hat einen richtig schwierigen Akzent. Da tue ich mir echt schwer zu verstehen. Oha, einen Eiffelturm kann man bauen? Noch eines der berühmtesten Monumente des 19. Jahrhunderts, ja? Über den Eiffelturm haben wir eh schon mal geredet, ne, Leute? Irgendwann mal im Stream. As a new monument for you to construct. Also man kann echt so einen Eiffelturm-Klon bauen. Und das, das ist ein Monument. Okay, der hat ja auch mehrere Baustufen scheinbar. Das dürfte die Baustelle sein und dann ist es hier errichtet. Cool. Sehr, sehr cool. Schön. Aber ich frage mich gerade, wo wir das in unsere Stadt einbauen. Oder sollen wir dann alles ganz frisch auf Cap Trelawney bauen dann? Dass wir hier eine komplette Stadt auf Null aufziehen? Oder in Ditchwater umbauen so massiv? Müssen wir schauen, Leute, müssen wir schauen. To get your cities ready for waves of visitors, Game Update 11 will introduce a tool to regrow trees and... Oh, endlich! Bäume wieder anpflanzen! Auf das habe ich ja schon seit 100 Jahren gewartet. A tool to regrow trees. Stimmt, weil man kann ja immer nur diese Laubbäume bauen, aber man kann keine Nadelbäume bauen. Und das hat mich oft so geärgert, weil wenn du irgendwo einen Wald künstlich anpflanzen willst, hast du immer nur Laubbäume drin, keine Nadelbäume. Oh, richtig cool. Endlich, endlich. Erhaltet ihr mit dem ein Werkzeug zum Aufforsten. And we'll rework ornaments to have them better. Und überarbeitete Ornamente, die sich besser in die Umgebung einfügen. Fit in with our surrounding ground. Das freut mich als Schönbauer natürlich sehr. Richtig cool. So, und jetzt diese Hochhäuser. Da bin ich echt gespannt, ob das cool ist. Also ich meine, es wird von der Zeit her passen. So New York und so weiter. Hat genau in dieser Zeit seine ersten Wolkenkratzer bekommen. Aber, boah, es ist schon krass, wenn man das hier so sieht. Das sieht so unreal aus. So cool. Ungewohnt. Season 3 comes to a grand finale with our third DLC, The Highlife. The Highlife, Dächer der Stadt. Sieht schon interessant aus, ne? Das sind einfach die Häuser nur höher. Here you will reach new city building heights with the construction of modular skyscrapers for your investors. Living at the top of the food chain can make people demanding. Ist geil, aber ich bin mir noch unsicher, das passt irgendwie, oder? Ich meine, von der Jahreszahl und so, 19. Jahrhundert, das wird passen. Transformation of the Skyline of New York. Das schauen wir uns an. Between 1880 and 1990. 1902 haben sie die ersten Hochhäuser gebaut. Und dann hier 1909. Gut, also im Spiel, man startet ja bei Anno 1800, das Spiel beginnt ums Jahr 1800, aber man spielt dann ja einen Fortschritt, ne? Wir erfinden ja Elektrizität, Fotografie und so weiter. Das ist ja alles im 19. Jahrhundert entwickelt worden. Die Industrialisierung und so weiter. Deswegen, ja, okay. So sieht es dann ungefähr aus. Also es hat schon 1902 herum angefangen. Knapp aber könnte passen, Leute. Ja, das ist circa das. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass es hier so Copy-and-Paste-mäßig aussieht. Das finde ich nicht so schön. Supply their needs. Aber hier steht hier noch auf DLC in Early Development, also Footage von der frühen Entwicklung. Ich glaube, dass die auf jeden Fall noch ein Facelifting bekommen werden. Das definitiv, weil sie haben aktuell einfach nur die vorhandenen Texturen genommen und übereinander kopiert, dass sie einfach mal ungefähr die Höhe hier drin haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das noch individueller und schöner machen. Their needs with new commercial goods and malls. And what could be a more fitting conclusion for Season 3 than construction of the game's tallest monument? Es gibt noch ein großes Monument. Oha, was? Yep. Empire State Building oder was? Da, Empire Hochhaus. Er sagt's, als ob ein Empire State Building kommt. Empire Tower. The High Life is all about... Gibt's schon Fotos vom Empire State? Also, Empire State Building, aber das wird wahrscheinlich angelehnt ans Empire State Building. Wann wurde das eigentlich gebaut? 1930. Ja, es ist spät. Das ist spät. Aber ich denke, irgendwas in die Richtung wird kommen. Schade, dass da noch kein Bild davon gibt. Reaching new heights. And with Game Update 12 adding a new scoring system, you can see how your cities stack up compared to those of other players. Es gibt ein neues Scoring System? Dann kann man sie miteinander, dann gibt es so eine Rangliste und so. Okay, also ich bin nicht so der Competitive Player, aber okay, ich könnte mir gut vorstellen, dass man eine Rangliste oder so hat, wo dann die ganzen Rekordbauer und so aufgelistet werden. Ist natürlich auch eine Challenge, aber ist nichts für mich eher. Also vor allem im Stream wirklich Rekord bauen, schwierig. Also ich bin eher der Schönbauer und ich quatsch gern mit euch und bin nicht so aufs Bauen konzentriert. Buyers of the Season 3 Pass will also receive 3 exclusive themes. Themenornamente, okay, ein Anker-Dings. Die Bäume sind neu, oder? Die sehen auch cool aus mit so runden Dingen. Die sind schön. Die gefallen mir ganz gut. Und ein Touristeninformationspunkt. Auch schön. Passt auch gut. Und, das wird dieses Empire Building. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen angelehnt ans Empire State Building. Okay, so ein Brunnen.
Fühle ich nicht so. Sowas ist irgendwie so ein flaches, so wie eine Kulisse von einem Spiel, Schauspiel-Dings. Ich weiß nicht. And the monument to the first skyscrapers. Aber das ist ja wirklich an Hamburg angelehnt. Schön, schön. Gefällt mir gut. Die Farbe muss ich mir ein bisschen gewöhnen. Ist halt so gar nicht passend irgendwie für die restlichen Gebäude bis jetzt, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir daraus machen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Cap Trelawney hier hergehen und wirklich von null, von Scratch auf, wenn das letzte DLC draußen ist, in Cap Trelawney eine richtige Megastadt bauen. Könnte ich mir gut vorstellen. This is just the first glimpse at everything that you can expect to come to Anno 1800 in 2021, with many more improvements and some surprises on the way. Stay tuned to the Anno Union blog and our social channels for the latest news on Anno 1800. Happy city building! Da bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr cool. Okay. Nice, nice. Also, als erstes kommt eh raus Speicherstadt. Da können wir auf jeden Fall schon losstarten dann mit dem. Und ja, das andere kommt irgendwann im Frühling hier mit dem Touristenhotels. Die Skyscraper irgendwann im Sommer. Ich bin gespannt, Leute. Hey, ich bin sehr, sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon hält. Würde mich auch sehr interessieren, wie ihr das Ganze findet. Was eure Meinung so dazu ist. Ob ihr das nicht so cool findet oder schon. Oder ob ihr eher seht, das ist so, die Cash-Cow wird zu sehr gemolken. Ich denke schon, dass es einige gibt, die das eher so ein bisschen overloaded finden. Ich persönlich jetzt gerade nicht, weil wir sowieso seit Beginn immer auf derselben Map spielen. Und deswegen habe ich halt immer so schön langsam. Und dann freue ich mich, wenn ich wieder neue Gebäude bekomme und so. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt einer neu einsteigt und alles kauft, dass der ein bisschen überfordert ist mit dieser Vielfalt an Gebäuden und Funktionen. Aber wenn man so Stück für Stück mitwandert mit dem Ganzen, finde ich es eigentlich ganz cool. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Schreibt gerne etwas in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Alles Gute. Ciao, ciao.